So Freunde, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Das ist tatsächlich jetzt der zweite Versuch auf der Hinfahrt hier zum Händler. Habe ich nämlich schon den ersten Versuch gestartet, das Video zu machen. So, moin Freunde, willkommen zu einem neuen... Hat leider irgendwie nicht geklappt, die GoPro ist abgestürzt. Deswegen hier zweiter Versuch. Ich bin gerade beim Händler. Ja, Karre hat frische Inspektion bekommen und ihr seht, glaube ich, zum ersten Mal in einem Motovlog, wie das Bike foliert, fertig aussieht. Ich finde, sie sieht mega geil aus und ja, ich würde sagen, es geht direkt los. Erstmal wieder seit langer Zeit unterwegs und eigentlich müsste ich euch mal eine Kleinigkeit beichten. Und zwar überlege ich mir tatsächlich, die XSR zu verkaufen, beziehungsweise mir ein neues Bike zu holen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, ich denke immer noch, dass die XSR das beste Alltagsfahrzeug ist. Also ungelogen, ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn mich jemand jetzt fragen würde, welches Fahrzeug wäre so das geilste Alltagsfahrzeug, dann ist es einfach definitiv die XSR 700 für einen Alltagswagen. Also wirklich ganz definitiv. Und das liegt einfach daran, dass dieses Bike halt wirklich komfortabel ist, immer noch Schmackes hat, also wirklich viel Spaß auf die Straße bringt und auch natürlich der Spritverbrauch sich in Grenzen hält. Und deswegen ist es für mich einfach ein geiles Alltagsfahrzeug. Also wirklich von der Sitzposition her, vom Fahren her. Das Fahrwerk erlaubt auch mal etwas sportlicheres Fahren, was halt auch richtig geil ist, wenn man mal quasi auf Tour damit gehen möchte und so. Und die Leistung des Motors ist halt auch einfach wirklich gut. Also du hast halt untenrum, gerade halt auch in den niedrigeren Drehzahlbereichen, auch immer Power, was halt auch immer bockt. Von daher ist es halt einfach wirklich ein sehr, sehr geiles Alltagsfahrzeug mit Power, also wirklich, ne? Und der Sound des Zweizylinders ist halt auch einfach nur richtig geil, also ich feiere den Sound mega. Ja, sie tut, was sie halt soll, ne? Wieso ich jetzt quasi umsteigen möchte auf etwas Größeres, ist einfach nur dem geschuldet, dass ich übers Jahr jetzt gesehen habe, ich bin eigentlich kaum zum Fahren gekommen. Und das ist sehr schade. Ich würde nämlich echt gerne mehr fahren, aber es lag halt auch wirklich daran, dass ich früher das Motorrad als Alltagsfahrzeug genutzt habe. Also auch zum Pendeln irgendwie zur Arbeit und irgendwie einfach jeden Kleinkram habe ich damit gemacht. Und mittlerweile ist das halt mehr so ein Hobbyfahrzeug oder ein Hobby geworden, wo man sagt, ja, ich nehme einen Tag frei und fahre damit auf Tour und sowas. Und das ist jetzt leider diesen Sommer nicht so häufig passiert. Von daher sehe ich quasi das Motorrad als solches nicht mehr so richtig als Alltagsfahrzeug für mich, sondern eher als Hobbyfahrzeug oder als allgemeines Hobby. Und da hätte ich dann gerne doch mehr Prestige an der Stelle. Das heißt, ich hätte mir quasi gewünscht, dass... also ich wünsche mir, glaube ich, jetzt ein Fahrzeug, was auch gerne unbequemer sein kann. Das muss nicht das perfekte Alltagsfahrzeug sein, sondern es kann halt auch einfach ein Fahrzeug sein, was unbequemer ist, aber vielleicht dann mehr Fahrspaß bietet oder sowas. Und da schiele ich gerade mit meinen Augen Richtung Tausender Sportler. Einfach nur aus dem Grund, weil ich damit natürlich auch auf Rennstrecke fahren kann. Und wieso Tausender? Es liegt einfach daran, ich liebe halt wirklich dieses Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal 600er gefahren. Und da hat mir leider das überhaupt nicht gefallen, dass sie da halt wirklich einfach absolut keine Leistung haben in den unteren Drehzahlbereichen. Und dass sie halt echt super hoch gedreht werden müssen, wo es dann natürlich voll abgeht. Von daher ist eine Tausender für mich ein guter Mix, wo man sagen kann, ja, da hast du noch ordentlich Bums, auch im unteren Drehzahlbereich. Und du kannst damit auch auf Rennen gehen und Spaß haben. Und allgemein ist es dann eben halt so, dass ich halt ein Bike dann quasi eher dazu habe, um es halt als Hobby auszuleben, um Spaß zu haben. Und ich brauche im Prinzip nicht mehr diese Bequemlichkeitsfaktoren und auch nicht diese Alltagstauglichkeit, weil ich ja, einfach auch in dem Sinne nicht mehr so ein super zuverlässiges Bike brauche, weil ich das ja nicht als Alltagsfahrzeug fahre, sondern eben als Spaßgerät. Und deswegen kann es sein, dass ich an der Stelle mich dann von der XSR verabschiede, obwohl ich auch wirklich viel an der XSR gemacht habe. Also
ich muss sagen, das ist schon echt so ein kleines persönliches Ding, das irgendwie so ans Herz gewachsen ist, weil man natürlich hier, ich habe die Hebel gemacht, die Mini-Blinker, das Heck hinten und auch die Folierung jetzt, die neu ist. Und ja, da es tut schon weh, dass man halt wirklich so, naja, für sich selber, sag ich mal, was Schönes gemacht hat und das jetzt halt im Prinzip abgeben will. Das ist halt schon irgendwie ärgerlich. Ja, den Auspuff habe ich auch gemacht, also da kamen schon einige Sachen zusammen. Aber ja, es soll was Neues her, was Frisches und das Ding ist, ich habe jetzt auch irgendwie so ein bisschen Zeitdruck. Oh, das Wetter heute ist ja richtig geil, Alter. Einfach nur aus dem Grund, weil ja, der Winter naht, der Winter steht vor der Tür. Es ist jetzt Oktober schon und ich würde gerne quasi zur nächsten Saison, direkt zu Anfang der Saison natürlich ein Bike haben, womit ich auch sofort losfahren kann. Deswegen sollte am besten das neue Bike irgendwann im Winter oder vielleicht sogar noch kurz vorher schon da sein, damit ich das Dekor fertig machen kann, vielleicht ein paar Modifikationen machen kann und vielleicht auch Verschleißteile austauschen kann, sodass das Ding halt wirklich zur neuen Saison echt 100% topfit dasteht und ich einfach direkt loslegen kann. Weil was mich jetzt auch genervt hat an der XSR, jetzt, das ist nicht die XSR schuld, sondern das bin ich schuld, ist das Thema der Folierung. Ich habe es selber gemacht oder versucht. Geil. Da war halt das Problem, ich habe dann die Maschine quasi auseinandergebaut, also dass ich die Teile halt folieren konnte. Und dann stand die Karre halt echt einfach 2 Monate bei mir in der Bude und ich konnte sie nicht fahren, weil sie natürlich auseinandergebaut war. Und die Teile für die Folierung waren halt auch nicht fertig und ich bin halt echt nicht dazu gekommen, das Ganze fertig zu machen und das war halt super ärgerlich. Deswegen denke ich mir jetzt halt, Karre sollte wirklich spätestens im Winter da sein, damit ich das Dekor machen kann, damit ich halt alles machen kann, was ich möchte und dann direkt zur Saisonanfang das Ding einfach fahrbereit ist. Und ich muss auch an der Stelle sagen, dass wirklich mein Lieblingsbike einfach die XSR 700 bisher ist und auch war von den Bikes, die ich jetzt besessen habe. Einfach aus dem Grund, weil sie wirklich das alltagstauglichste Fahrzeug war und auch vom Spaßfaktor kurz vor der SMCR ist. Und da muss ich sagen, die SMCR hat natürlich am meisten Spaß gemacht, war aber alltagsmäßig jetzt, würde ich sagen, nicht wirklich so der Bringer. Und da schlägt die XSR einfach die SMC um bei Weitem. Ja, und das ist halt das Thema, ne? Also, es tut mir leid, Baby, aber du kommst bald wahrscheinlich weg. Und dann kommt was Neues her und hoffentlich werde ich damit auch Spaß haben und mal gucken, wie lange dann das neue Bike bleibt, weil ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe irgendwie das Problem, dass ich nach einem Jahr spätestens immer das Bedürfnis bekomme, ein neues Bike zu kaufen oder zu holen. Und dann geht es sofort bei Mobile rein oder bei Kleinanzeigen und ich gönne mir da die Anzeigen und gucke und forsche rum und so weiter. Und das ist eigentlich übelst der Struggle. Also ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist. Ich kann gar nicht, ich check das gar nicht, wie Leute da teilweise 5-6 Jahre ihre Bikes behalten und damit rumdüsen. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe, ich weiß nicht, obwohl ich hier so ein perfektes Bike hier schon unter meinem Arsch habe. Also wirklich, das, die XSR ist so geil, also ist wirklich so ein geiles Bike. Ach, dieser Sound auch. Echt mein Lieblingsbike für das, was ich jetzt schon hatte. Moment, ich hier einmal kurz. Ah, Sound geil. So, also erstes Bike YZF 125, zweites Bike war die DRZ 400 SM. Digga, das war auch so ein geiles Bike, Alter. Habe ich gefeiert, sein Vater. richtig witzig, das Bike habe ich sogar damals noch, wo dieser Supermoto-Hype noch nicht da war, habe ich für 1.900 € gekauft. Also echt nichts und mittlerweile kosten die Dinger ja irgendwie 5.000 oder so und der Zustand ist halt nicht mal so nice, ne? Ja, also wirklich, die DRZ war auch noch, würde ich sagen, vom Ranking her auf dem 3. Platz. Danach hatte ich eine SV650, auch ganz geiles Bike, aber ein bisschen zu schwer, aber super zuverlässig auch. Und danach hatte ich die Z57, fand ich eigentlich sogar echt ganz geil. Nur das Problem bei der Z57 war irgendwie,
sie war mir ein bisschen zu unemotional. Also ich habe es irgendwie nicht gefühlt bei ihr. Eigentlich war es ein geiles Bike, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Ich hatte keine Feelings bei der Z57. Und dann habe ich sie auch recht schnell wieder verkauft. Und danach hatte ich die SMCR. Und parallel hatte ich noch eine CB600 F von Honda. Und ja, dann kam die XSR. Und ich muss sagen, mit der XSR bin ich wirklich am zufriedensten. Also ganz ehrlich, wirklich geilstes Bike ever. Aber für den reinen Hobbybetrieb finde ich es dann doch ein bisschen zu schade irgendwie, beziehungsweise ein bisschen zu schwach auf der Brust, wenn du mal richtig ballern gehen willst. Also es macht immer noch mega viel Spaß, auch hiermit. Aber ich habe irgendwie Bock auf was Sportlicheres, weil ich dann doch auch mal auf die Rennstrecke möchte und das mal ein bisschen ausprobieren möchte, wie das so ist, auf der Rennstrecke zu fahren.